GNTM 2021. Auf dem Foto hört dich keiner schreien von Claudia Spitzkowski. Wie heißt die goldene Regel bei Film und Fernsehen? Niemals mit Kindern und Tieren arbeiten. Bah, hat sich Heidi Klum offenbar gedacht und in Folge 4 von GNTM 2021 direkt den nächsten Schwierigkeitsgrad gewählt. Mädchen und Hunde, plus Rollschuhe. Was kann da schon groß schief gehen? Liebe Heidi, wofür genau war jetzt nochmal das Rollschuhtraining? Es gibt halt Leute, die haben Talent für Dinge und manche halt nicht. Stimmt, Anna. Dieser geradezu meme-würdige Satz lässt sich auch ganz konkret herunterbrechen in: Es gibt Leute, die Rollschuh fahren können, und es gibt Liliana. Bei ihr erweist sich das zu Beginn von GNTM Folge 4 angesetzte Rollschuhtraining nämlich als verhältnismäßig sinnfrei. Was nutzt dir der Rat der Trainerin? Dass es leichter ist, wenn du die Pobacken anspannst, wenn dein größtes Problem ist, nicht ständig auf denselbigen zu landen. Aber tröste dich, Liliana, das hier, nicht Gelernte wirst du eh nie anwenden, denn beim Fotoshooting mit Ellen von Unwert vorm Berliner Adlon Hotel sind die Rollschuhe später eh nutzlos, weil du damit gar nicht auf dem roten Teppich rollen kannst. Wer hätte sowas aber auch ahnen können? Niemand. Es sei denn, man hat in Folge 3 gut aufgepasst, in der Heidi die Mädchen durch ein gnadenloses Balletttraining quälte, sie dann aber später gar nicht tanzen, sondern nur am Tütü posieren ließ. Merkste? Merkste? Nächste Woche üben die GNTM-Kandidatinnen dann vermutlich, mit einem Formel-1-Wagen in Höchstgeschwindigkeit durch die berüchtigte Nordschleife des Nürburgrings fürs Fotoshooting am Autoscooter der Bad Münstereifler Großkirmes. Auf dem Foto hört man keinen Schreien zurück vors Hotel Adlon in Berlin, am Ende des Shootings, auf dem die Möchtegern-Models auf Rollschuhen, mit Einkaufstüten und mehreren Hunden an der Leine als Femme Fatale posieren müssen, sind wie durch ein Wunder tatsächlich noch alle Knochen heil und lediglich Würde und Stolz der Mädchen gebrochen. Spätestens bei Lilianas spektakulärem Abflug in den Dekoblumenkübel vor dem Hoteleingang könnte Heidi für einen kurzen Mein lieber Scholli Moment aufgegangen sein, dass sich hier ernstlich jemand hätte verletzen könnte. Doch frei nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht, zieht sie sich die kunterbunte Belzjacke, für die vermutlich diverse Clowns ihr Leben lassen mussten, vors Gesicht und schaut lieber einfach nicht hin, als Liliana aufs Berliner Pflaster knallt. Raute Parenting Goals und am Ende zählt eh immer nur, auf dem Foto hört man keinen Schrei. Jetzt wissen wir, wie das damals bei Heidi und Dom anfing. Wer jetzt aber denkt, eine Heidi Klum habe keine Gefühle, da tut ihr Unrecht. Die körperliche Unversehrtheit ihrer Mädchen mag zweitrangig sein, aber bei niedlichen Hunden schmilzt sie dahin, wie sich bei der Begegnung mit einer Fellnase namens Milka zeigt. Was bist du denn für ein Süßer? Bekommt sich Heidi gar nicht mehr ein und plötzlich hat man Assoziationen, wie das damals im Februar 2018 auf der Geburtstagsparty von Michael Michalski wohl gewesen sein könnte, als sie zum ersten Mal vor Tom Kaulitz stand. Bilder im Kopf. Ob sie ihn damals auch direkt im Bart gekraut und auf den Schoß genommen hat? Na, was bist du denn für ein Süßer? Wenn der Postmann zweimal klingelt, so sicher, wie im Homeoffice-Video-Call jemand sagt, funktioniert meine Kamera, könnt ihr mich sehen? So sicher könnt in jeder GNTM-Staffel das Nackt. Ob es im Jahr 2021 tatsächlich noch relevant und akzeptabel ist, junge Frauen dazu zu nötigen, fast nackt zu posieren, um sie aufs angeblich so harte Model-Business vorzubereiten, ist eine Frage, die nun Heidi für sich entscheiden kann. Mal schauen, wann ihre 16-jährige Tochter Leni, die ja bekanntlich auch gerade als Model durchstartet, zum ersten Mal für einen Fotografen blank ziehen muss, und ob Mutti dann auch nur gelassen mein lieber Scholli, sagt Liliana, deren Mutter seit 7 Jahren hofft, dass sie endlich bei GNTM mitmacht. Genau, da hast du was fürs Leben, Kind, kann es allerdings gar nicht erwarten, endlich ihre TIEs auszupacken und vor Heidi zu. Anna hingegen, die aus einer sehr gläubigen Familie stammt und trotz dreijähriger Beziehung noch nie bei ihrem Freund übernachtet hat, hadert hingegen sehr damit, alle Hüllen fallen zu lassen. Zu Hause sei sie, außer beim Duschen, ja auch nie nackt. Der Postbote könnte eher unwahrscheinlich, liebe Anna. Meiner Erfahrung nach klingelt der nie und wirft lieber direkt den "Wir haben sie leider nicht angetroffen" Zettel in den Briefkasten, selbst, wenn man im Homeoffice nackt und nicht ahnt, dass die Kamera im Videocall ausnahmsweise mal funktioniert. Vor Freude auf die nächste Folge GNTM-Kandidatin Mira schafft den Absprung gerade noch vor dem großen Umstyling und steckt freiwillig aus. Dabei war sie die Einzige, die mit ihren raspelkurzen Haaren vermutlich keine Angst davor hätte haben müssen. Für alle anderen gilt: Bank. Und wir so,